Oh Mann, ihr seid ja gar nicht gefrustet oder so, ne? Oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall einen ganzen Schwung Holz und dann bauen wir hier einmal auf jeden Fall so ein Dingens drumherum. Es müsste, die Höhe müsste ja auch auf jeden Fall hoch genug sein. Wieso kann ich denn da... Ach so. Wegen der Wasserrinne. So, aber die Höhe müsste auf jeden Fall so in Ordnung sein. Nein! Dann bauen wir uns nämlich... Nein! Dann bauen wir uns nämlich hier ein drumherum, wo wir drumlaufen können. Und dann bauen wir da noch einen Zaun vor. Das müsste eigentlich... Also, das sind halt solche Sachen, die kann man halt nachts ganz gut erledigen. Na! Nein! Bin schon wieder runtergefallen. Ja, vielleicht kriege ich nur noch, aber wir müssen gleich sowieso erst neues Holz machen. Verdammt, habe ich die Tür eigentlich hinten zugemacht? Oh oh. Boah, wie verbeult hier alles ist, ey. Das soll ja auch noch kommen, weil das Stretch Goal erreicht wurde. Dass quasi hier alles drumherum also dass die ganze Landschaft hier Mist. Dass die nicht mehr so eckig sein soll, sondern dass sie abgerundet wird. Also, dass immer noch jeder einzelne Block abbaubar ist und so, aber, die können ja doch nicht hochspringen, ne? Gott. Nur, dass alles dann nicht mehr so eckig, sondern runder ist. Jetzt haben wir natürlich kein Holz mehr, verdammt. Und dann bauen wir hier draußen, bauen wir auf jeden Fall dann noch Lagerfeuer hin. So, warte mal, wollte ich denn Holz? Ne, eine Etage drüber. Holz, 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 wo war Holz? Holz, Holz, kein Holz, immer noch kein Holz. Aber ich weiß wieder, wo Holz hätte sein sollen. Toll, schmeiß weg. So, dann machen wir hier nochmal ein... 64er Stapel plus die, die wir gerade noch vorsichtshalber weggeschmissen haben. So, und dann können wir nämlich hier, das ist nämlich noch eine Etage tiefer, da müssen die Zombies erstmal eine Etage hochkommen, dass sie bis hier hinkommen. Und da müssen sie noch natürlich raus. Also, ich sehe ganz gute Chancen, dass das funktionieren könnte. So, zack, dann bauen wir hier oben vielleicht noch ein paar Fackeln drumherum. Ich weiß auch nicht. Und dann, wie gesagt, dann bauen wir ein paar Lagerfeuer. Nein! Mit dem wir dann außen drum, drumherum alles nochmal ein bisschen... Ah! Nochmal ein bisschen absichern und immer dieses ganze Holz fällt nach unten. So ein Kack. Wo die wohl wieder sind. Das klingt schon wieder so, als wenn die im Erdgeschoss rumhampeln. Aber da können die eigentlich nicht hin. Das rundherum sind Erdblöcke. So, mal gucken, ob wir die irgendwie nochmal brauchen können. Ich habe keinen Dunst. Da. Haha. Hip, hip. Hooray! So, dann haben wir, können wir hier draußen auf jeden Fall schon mal so einen Wall haben. Und was dann cool wäre, vielleicht geht das mit den Boarded Windows. Das muss ich mal testen. Oh. Boah, was hätte ich jetzt gerne Granate. Nee, da müssen wir, glaube ich, hier so ein Farmfenster, ne? Warte mal, die hat man doch auch gebaut.
Wood Farm Fence. Ich erinnere mich doch. Dann können wir nämlich die draußen rum. Dann haben wir da nämlich ein richtig gutes Geländer noch drumrum. Aber wo ist denn Wood Farm Fence? Hab ich die mit? Nee. Oder haben wir die? Ach nee, genau, die hab ich ja hier verbaut. Stimmt ja. Hier, 5 Kartoffeln können wir jetzt schon ernten. Zack, zack, zack. Zack. Und außerdem haben wir noch die Potato-Sprossen, die wir gleich wieder einpflanzen können. Zack. Zack. Und so kann man sich dann nämlich auf Dauer nämlich ganz gut was anpflanzen. Warte mal, Kartoffeln. Ne, wenn wir 4 zusätzliche Samen haben, da kommen wir auf jeden Fall mit hin. Zack. Da machen wir noch einmal Sand hin. Die Boarded Windows, da machen wir uns gleich noch Wood Farm Fans. Mein Boarded Window ist weg. Nein! Du kannst auch mal eben verschwinden hier. Ich will jetzt aber nicht schießen. So. Dann machen wir nämlich hier noch Sand hin. Ich hoffe mal, das funktioniert hier auch noch, das mit dem Anpflanzen. Achso, da ist Sand zwischen. Achso, ja gut, den lassen wir dann da. Ich hoffe, die gehen hier nicht ein. Ach, Mist. Na ja, gut, dann lassen wir es erstmal noch bei 2 hier. So, warte mal, da Sand. Ich glaube, das holen wir mal eben rüber. Nach da. Da packen wir dann nämlich Sand rein. Hallo, lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Mit dem Kommentieren finde ich das heute irgendwie tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es passiert so viel und vor allem ich muss immer so viel hören, was hier drumherum geschieht. Da, ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen, falls ich mal nicht so viel aktiv rede. Oder vielleicht findet ihr das ja auch gar nicht so schlecht. So, da haben wir noch Holz, Warte mal, Lehm können wir damit reinpacken. Da haben wir noch Holz. Das Essen können wir, glaube ich, erstmal hier reinpacken. Was auch immer das ist, dieses Bla-Tin-Cans. Wir haben so viel, ey. Warte mal, die Kartoffeln packen wir da auch rein. Ich weiß nicht, ob man mit den Kartoffeln schon irgendwie was kochen kann oder so. So, und warte jetzt mal. Wood Power Food Planks. Wood Farm Fans. Ich mache erstmal, ja gut. Ich mache erstmal so ein paar, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Warte mal, wo ging es denn hier raus? Da unten. Das ist ja cool. Dann haben wir nämlich so eine coole Dingens-Show drumherum. Ja, das funktioniert. Das ist ja cool. Jetzt komme ich aber hier nicht mehr durch. Ah. So. Oh Mist, ey, jetzt ist natürlich das dann alles im Weg. Warte mal, da packe ich mal eben die Axt für die. Ho, brauchen wir jetzt. Nein! Nein! Da! Oh Gott. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil ich auch ein bisschen Schiss habe, hier runter zu fliegen. Und vor allem, wir müssen dann echt gucken, dass wir den Boden dann echt sicher gemacht bekommen. Dass diese doofen Zombies uns nicht das Haus unterholen können. Und urplötzlich dann mal echt unter uns stehen. Oder beziehungsweise uns echt das Haus einreißen. Haha, ich kann nicht über Ecke bauen. Haha, toll.
Hä, ich kann da auch nicht bauen? Da auch nicht? Hä? Was ist los? Hier auch nicht? Hä? Hä? So, keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch hier manchmal. Was? Schon alle? Ach so, ja, wir können es ja unterwegs machen. Kein Stress, alles gut. Allerdings brauchen wir gleich noch ein paar mehr Dingens hier. Schade, man kann... Nein. 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 Man kann nicht über Eck bauen, finde ich schade. Ey, hallo, 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 hallo. Boah, vor allem, warum geht der hinter mir kaputt? Nein, ich könnte ausrasten. Komm her, du. Komm schon, komm schon. Ich weiß nicht. Wenn ich wieder hochkommen könnte, ne? Boah, Alter. Ey, was ist los hier? Ich könnte durchdrehen gerade. Ja, also das scheint nur auf einer Seite zu gehen, irgendwie. Das scheint noch so ein bisschen verbuggt zu sein, dass es hier irgendwie nicht möglich ist, zu dieser Seite zu bauen. Weil der baut nämlich jetzt immer in diese Richtung. Das heißt, der baut jetzt immer nur in Ost-West-Richtung. Und nicht in... Nicht in Nord-Süd. Alter, was ist hier los? Boah, ich kann gerade durchtreten. Ich habe meine Nerven. Das macht er doch absichtlich. Und vor allem nur auf einer Seite scheinbar. Okay. Ich kann den Wupp-Farm-Fans tatsächlich nicht anders ziehen als jetzt nur hier. Da geht's komischerweise, wenn man da guckt. Aber das ist auch, guck mal, das ist so. Ne, der ist auch dreireich. Das ist ja cool. Warte mal, warte mal, so ein. Warte. Ach, scheiß drauf. Warte, was war das denn? Wood Farm Fans? Nee. Power Pole Segment. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal vielleicht damit. Ja, das hat total toll funktioniert. Was? Ich probiere es einfach jetzt nochmal da. Hä, da baut er sich da. Da baut er sich auch. Also der baut sich hier tatsächlich immer nur in eine Ecke rein. Egal wie ich mich stelle, von welcher Richtung ich gucke. Ich dachte vielleicht, das hat mit der mit meiner Blickrichtung zu tun, aber dem scheint nicht so. Ich guck mal gerade einmal eben ums Haus herum, ob noch alles steht. Aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn keiner mehr zu unserem Haus kommen würde. Da sind zwar einen ganzen Schwung Zombies da unten drin, aber die scheinen tatsächlich nicht durch die Barriere hier durchzukommen. Weil die sitzen so tief, können sich dann auch nicht hochgraben und durch diese Mauer noch hier vor. Das scheint sich gelohnt zu haben. Ich habe zwar im Moment tatsächlich noch ein bisschen Angst davor, dass uns die ganze Bude irgendwann mal zusammenbricht, aber...
Vor allem, ich habe auch keine Lust mehr groß, jeden Morgen dann die Zombies zu schnell ziehen, die da unten drin stecken. Ah. Erstmal einen Schluck trinken. Es ist ja wieder warm geworden. Alter! Was mache ich denn mit euch?